Im letzten Video hatten wir ja schon den Punkt Administrator freischalten abgehakt sozusagen. Ich versuche das immer so zu machen, dass wir es hier highlight, dass jeder sieht, das Betriebssystem fährt ganz normal hoch, es ist immer dasselbe Betriebssystem. Und bis sich das halt entwickelt, dann Stück für Stück. Werdet ihr ja sehen. So, das ist der Administrator, den wir letztens freigeschalten haben. Das Passwort dafür kennen wir ja auch noch und dann gehen wir rein. So, laut unserer hübschen kleinen Liste hier steht jetzt Windows einrichten auf Leistung. Das ist auf jeden Fall wichtig, der Punkt. Einrichten an sich heißt ja schon mal, wir wollen ein paar Punkte hier ändern. Dem ganzen Spaß, dass wir ein bisschen mehr Leistung rausholen. Im Schnitt holt man 13 bis 25% raus an Leistung des Rechners. So, als erstes gehen wir hier drauf. Die ausgeblendeten Sachen. Ich empfehle es wirklich, damit man auch immer sieht, was alles im Hintergrund läuft und was dann überhaupt aktiv ist, einfach den Haken hier unten einsetzen. Wir wollen immer alles sehen, was aktiv ist. Wer hier zu viele Sachen drin hat, der hat irgendwelchen Müll drauf, den kein Mensch braucht. Weil man braucht keine Programme, um einen Treiber zu haben.